Die Konnichi in Kassel ist, glaube ich, die wichtigste Anlaufstelle in Deutschland, wenn es um japanische Popkultur geht. Dazu gehören natürlich Games, dazu gehört aber natürlich auch Cosplay massenhaft. Wir schauen uns hier mal um und versuchen in dem ganzen Chaos euch auch noch ein paar Sachen vorzustellen. So die Konnichi bisher, ihr seid ein paar von den wenigen Leuten, die nichts mit Manga und Anime oder Games zu tun haben, sondern wirklich einen Film-Cosplay machen? Ja. Gut eigentlich, ja. Das heißt, es kommt gut an, als Smaug oder als Bilbo aufzutreten? Bis jetzt ja, denke ich. Ja, also ich glaube den meisten, also machen jetzt ziemlich viele was auch aus Filmen, also auch aus Marvel oder so. Wie würdet ihr die Konnichi ganz kurz zusammenfassen? Voll. Ah ja, überlaufen manchmal. Also am Anfang war es noch nicht so viel, aber es wird immer mehr. Ist bei dir so ein bisschen die Auswahl? Hast du auch daran gedacht, es ist Sommer, es muss tragbar sein? Oder wie hast du den Charakter ausgesucht? Eigentlich mache ich das immer relativ spontan und gucke dann einfach so 2-3 Tage vorher in den Wetterbericht, okay, kann ich es tragen? Welchen Tag von diesen 3 ziehe ich es eben an? Und ja, heute passt es, gestern war es ganz schön kühl, aber man macht das Beste draus. Wie findest du hier die Stimmung? Also gerade mit der ganzen Durchmischung, man hat sehr viele Anime-Leute, hat die Gaming-Leute. Das finde ich sehr gut, vor allen Dingen, weil auch jetzt mittlerweile die Akzeptanz sehr gewachsen ist, was Eigenkreation vor allen Dingen anbelangt. Es ist eben nicht nur Anime, dann die ganze Gamer, also da hinten mit League of Legends zum Beispiel, World of Warcraft und so weiter. Ja, das finde ich schon richtig gut und vor allen Dingen dann, dass wir eben aufgrund unseres Hobbys so ein breites Spektrum auch abdecken können. Wie kam es zu der Entscheidung, dieses Kostüm zu nehmen und tatsächlich hier jetzt sich nicht hinsetzen zu können, immer stehen zu müssen als Karussell? Also eigentlich habe ich das jetzt nicht für die Konnichi gemacht, das habe ich für eine Modenschau gemacht, wo ein Unterthema Zirkus war und dafür habe ich das gemacht. Da mein Cosplay noch nicht fertig geworden ist dieses Jahr, habe ich das Karussell dann gezogen. Das heißt, du bist unter den Cosplay nicht nur eine, die näht und bastelt, du hast offensichtlich auch Technik verarbeitet, denn es dreht sich wirklich. Ja, ja. Ist ein Motor drin, aber ist jetzt nichts super Spektakuläres. Ihr seid auch wirklich ein Pärchen, das cosplayt. Seid ihr beide gemeinsam ins Hobby eingestiegen oder hat einer von euch angefangen und den anderen mitgenommen? Ich habe ihn sozusagen genötigt. Wir waren sehr in der Assassin's Creed-Phase. Sein erstes Kostüm habe ich mir dann so gedacht, das wird dann Ezio. So sind wir dann reingerutscht. Und jetzt haben wir schon etwas länger zu Hause diese Shen-Figur stehen von WoW. Und ich habe mich nie getraut zu fragen, hättest du nicht Lust? Er hat dann gefragt, ich würde ja gerne mal den Shen machen. Ich habe innerlich geschrien vor Freude. Okay. Und es ist großartig geworden. Also Glückwunsch für die geile Cosplay-Ausrüstung. Danke. Maleficent ist, glaube ich, auch jetzt ein sehr beliebtes Cosplay geworden. Wie kam es für dich zu der Entscheidung, das zu machen? Ich habe den Kinofilm gesehen und war sofort hin und weg und dachte, das muss es sein, auf jeden Fall. Und ja, dafür habe ich alle anderen Cosplay-Pläne gestrichen. Sie war es einfach. Wie viel, sagen wir, deines Lebens nimmt das in Beschlag? Hast du wirklich jeden Tag irgendwas zu basteln oder kommt es immer so in Schüben? Also es kommt mehr in Schüben, aber ich könnte auch jeden Tag basteln. Also, aber es fehlt leider oft die Zeit. Man geht ja auch arbeiten. Aber danach habe ich meistens keine Freunde mehr, keine Familie. Es ist dann nur noch das Basteln. Die Figur heißt Miko Hatsune, ist eigentlich ein 16-jähriges Schulmädchen, das zu Werbezwecken für ein Musikprogramm für Yamaha entwickelt wurde. Und ich stelle jetzt einfach eine Eigenkreation dar, eine Cyber-Miku, nenne ich es jetzt mal. Wenn man Original-Mikus sehen möchte, das sind die überwiegend kleinen Mädchen mit den ganz langen grünen Haaren und diesen grauen Oberteilen und grün-schwarzen Faltenröckchen. Das sind die Original-Mikus. Während die Leute hier im Hintergrund ihr Hobby mit einer Menge Humor und auch einer Menge Selbstironie angehen, stelle ich jetzt mal was ganz Ernstes vor. Weiß nämlich ist ein Comic mit einer sehr düsteren Zukunftsvision, in der die Erde fast ausgerottet wurde und die überlebenden Kinder zu Supersoldaten ausgebildet werden, um einen Gegenschlag auszuführen. Wir haben das schon mal zum Gratis-Comic-Tag kurz vorgestellt, jetzt schauen wir mal gründlicher rein. Bei der Grundprämisse des ursprünglich italienischen Comics Weisen kann man schon mal Starship Troopers Flashbacks bekommen. Der verheerende Angriff von Aliens aus großer Entfernung, das gnadenlose Training und der Vergeltungsschlag kommen einem bekannt vor.
Einige der Zeilen, die die Hauptcharaktere dann im Kampf von sich geben, wirken auch ausreichend mit dem Holzhammer geschrieben, um dazu zu passen. Weisen ist aber erstens keine Satire und zweitens bietet es dann auch zum Glück noch deutlich mehr als diese Grundidee. Denn eigentlich geht es eher darum, wie die einzelnen Mitglieder eines kleinen Elitetrupps den Wahnsinn ihrer Ausbildung durchlaufen und zu den kaputten Persönlichkeiten werden, die auf dem Alien-Planeten mit phasenverschobenen Gegnern und unerklärlichen Kopien von Gebäuden ihrer Heimatstätte zurechtzukommen versuchen. Mit der Zeit geht Weisen dabei erst recht oberflächlich und grob und dann zusehends doch immer geschickter mit der Frage nach den zweckheiligenden Mitteln um und lässt uns durchaus selber überlegen, ob die oft fast unmenschlich handelnden Figuren im Recht sind oder die Linie der geistigen Gesundheit schon lange hinter sich gelassen haben. In den ersten beiden Bänden bekommen wir Hintergrund zu immerhin 4 Charakteren geliefert, abwechselnd und zuweilen verwoben mit der Gegenwart auf dem Alien-Planeten. Aber auch das Gesamtmysterium um die Angreifer, die keinerlei Schusswaffen verwenden und sich mit ihren Städten in Luft auflösen können, bleibt ungeklärt. Wir wollen mehr wissen und geben der Mischung aus Starship Troopers und Lost erstmal 7,5 von 10 möglichen Punkten. Für den zweiten Band von Luis Royos Sammlungen von Ich mache aus meinen Pin-Ups mal eine coole Geschichte. 110 Katanas habe ich mir einen Fachmann geholt. Deadpool, was denkst du drüber? Total geil. Hab alles gelesen, hab's zweimal durchgelesen, hab's nachgezeichnet. Den Film habe ich auch gesehen. Die Serie noch nicht ganz. Ich bin aufs Finale gespannt. Ja, der Kinofilm kommt hoffentlich nächstes Jahr raus und ja, ansonsten, also ja, finde ich total geil. Den kann ich nur empfehlen. Wer hat dich bezahlt, das zu erzählen? Dieser komische fette Mann hinter der Kamera. Also, ja. Hat er das gesagt? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. 110 Katanas, Luis Royos Pin-Ups gehen nach Japan. Wir schauen gleich nochmal genauer rein, aber das ist hier relativ passend, würde ich mal behaupten. Mit 110 Katanas erweitern Luis und Romulo Royo ihr Zeit des bösen Universum um eines der weiteren Hauptbücher. Den ersten Band hatten wir schon mal vorgestellt. Die darin herrschende Postapokalypse mit Engeln bzw. Göttern oder noch ganz anderen Dingen aus vielen miteinander vermischten Mythologien wird in düsteren und starken Bildern weitererzählt. Protagonistin Luz, Tochter des Teufels oder besser der Person, die auch als Teufel bekannt ist, reist hier nach Japan, um mehr über ihr Schicksal zu erfahren. Dabei kommt sie im Kloster der 110 Katana unter, Elite-Soldatinnen eines Mondkultes, der unter anderem zu ihrem Schutz gegründet wurde. Das heißt natürlich, dass es haufenweise Bilder junger Frauen mit Schwertern und wenig angibt, aber auch zerstörte Großstadtszenarien, verschiedenste Monstren und für die Gleichberechtigung auch ein paar scharfe und sogar nackige Männer. Die Texte sind eher Nebensache bei dem Produkt, ein bisschen Rahmen und Stimmungslieferant für die wie immer gnadenlos hübschen Personen und fiesen Monster, die in der etwas verworrenen Handlung um Blut, Engel, Geschlechterkampf und Weltuntergang schicke Posen einnehmen. Dementsprechend empfehlen wir es als bemerkenswertes Artbook mit etwas Story drumherum. Für die Fans des Royo-Stils gibt es auf jeden Fall 8 Punkte. Wer damit jedoch nichts anfangen kann, den wird die Geschichte auch nicht befriedigen. Ja, das ist Ausdauer. Okay. Ich kann das den ganzen Tag. Das loopen wir, stellen das 10 Stunden auf YouTube. Deadpool wackelt mit seiner Bombe 10 Stunden Loop. Klicks 1 Milliarde. Mindestens, vielen Dank. Minimum. Bitteschön, gerne wieder. Erzähl mal, was macht Daedalic auf einer so Japan-affinen Convention wie der Konichi? Wollt ihr nach Japan? Kommt was aus Japan? Eigentlich ist es so, dass wir ja sehr, sehr viele Cosplayer haben zu unseren Spielen. Und das kommt ja alles so ein bisschen aus der Anime- und Manga-Ecke. Und ja, da haben wir uns gedacht, schon seit ungefähr 3 Jahren sind wir jetzt auf der Konichi, dass wir hier immer besser mit unseren Fans auch ein bisschen reden können, der Kontakt relativ eng ist und darum sind wir immer sehr, sehr gerne hier. Welche Charaktere? Rufus ist sehr, sehr oft dabei, Edna, aber wir haben auch ein paar Exoten, wie zum Beispiel den Gondolieri. Den haben wir heute auch schon gesehen, da haben wir uns auch sehr gefreut. Und die Schnittmenge ist, glaube ich, es gibt ja unter vielen, also im Grunde genommen, das sind ja nicht nur Anime- und Manga-Fans, sondern die sind auch Gamer und da kennen nun mittlerweile doch mehr Leute auch Daedalic. Man hat doch den Eindruck, ihr seid irgendwie die ganze Zeit belagert. Das heißt, auch Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen, kommen auf euch zu? Ja, das auf jeden Fall auch. Oben haben wir gerade noch Anspielstationen und ich glaube, da sind noch ein paar Leute dabei, die jetzt auch mal das erste Mal Daedalic-Spiele gespielt haben und ich glaube, ganz, ganz positiv angetan sind. Ihr habt den Pochi Award gewonnen. Was genau ist das für ein Preis und womit habt ihr den gewonnen? Der Pochi Award ist der Award der Konichi und wir haben mit Goodbye Deponia sind wir als bestes Videospiel ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wichtigste Frage für mich, wenn es um Guardians of the Galaxy geht, warum warst du nicht dabei? Ich war dabei. Ah, okay. Ich habe dich einfach nicht erkannt. Als was warst du dabei? Ich war Rocket Raccoon, ich war Groot, ich war Drax, ich war teilweise in Gamora, aber behind the scenes. Nein, Star-Lord war ich nicht. So cool bin ich nicht. Okay. Aber in ihm war ich auch. Oh, wow. Darüber reden wir nachher nochmal, wenn die Kamera aus ist, über die Details. Hast du Püppchen?
Also sei ehrlich, hast du Spielzeug zu Hause, hast du Merchandise? Ich habe viele Deadpool-Figuren, ganz einfach aus dem Grund, ich spiele gerne mit mir selbst. Also, ja. Und Hübschen hast du auch gerne? Ich stehe auf kleine braunhaarige Püppchen. Vielen Dank. Wir schauen uns jetzt mal echte Püppchen an. Und zwar die neuen Actionfiguren, die es zu Guardians of the Galaxy gibt. Und auch noch den neuen Sammelband, der ein bisschen das Fandom auf den Film vorbereiten soll. Im Kino sind die Guardians of the Galaxy überraschend extrem erfolgreich. Und das muss natürlich mit Merchandise gefeiert werden. Bevor wir zu den Actionfiguren kommen, erstmal zu einem Lieblingsthema: Lego-Sets. Drei Stück haben die lustigen Dänen unter das Volk geworfen, die die Orte des Films grob und die Figuren wie immer recht gut einfangen. Die Sets an sich sind die übliche, abstrahierte Version der Umgebung mit den unvermeidlichen, abschießbaren Lanzen, Lasern oder was auch immer es sein soll. Einige der Details sind aber wiederum sehr gut gelungen, wie ein Minenschiff, in das sich ein Rocket Raccoon pflanzen kann, um Sakarianern einzuheizen. Was allerdings gar nicht stimmt, sind die Größenverhältnisse. Es ist zwar süß, dass man Rocket auf Groots Schulter setzen kann, aber keiner von beiden passt im Maßstab zu den Minifigs ihrer Kollegen. Und die wirklich geilen Sets sind mal wieder ausgesprochen teuer. Über 60 Euro kostet die Klötzchen-Variante des Milano-Raumschiffs. Es gibt dafür aber eine günstigere Alternative, nämlich eine Reihe von Actionfiguren und Zubehör, die zwar leider offenbar immer noch nicht in Deutschland erscheint, aber immer noch recht günstig aus dem UK bezogen werden kann. Die sind sowohl von der Größe als auch vom Preis her deutlich zahmer als die hochwertigen 1:6 Figuren oder die zahlreichen anderen Varianten, die es ebenfalls gibt. Mit gerade mal um die 6 cm weisen die Figürchen für ihre Größe eine angemessene Detailmenge auf und kommen in Packs von 2 oder 3, jeweils mit lächerlich überzogen großen Waffen. Letztere kann man immerhin auch auf den Star dieser Spielzeugserie packen, die Milano. Das Raumschiff passt im Maßstab nicht korrekt zu den Figuren, bietet aber immerhin 3 Sitzplätze. Ansonsten ist es ausgesprochen sauber und detailliert gearbeitet und bekommt durch Dutzende Aufkleber noch mehr bunte Kleinigkeiten und Schriftzüge verpasst. Auf Knopfdruck gibt es einen Leucht- und mehrere verschiedene Soundeffekte. Vor allem sind die Figuren und das Schiff irgendwie auch nostalgisch gestaltet. Trotz neuerer Techniken wie gummiartigen Bekleidungsteilen, die gerade Ronan und Star-Lord sehr schick machen, erinnern sie an altgedientes und heißgeliebtes Star Wars oder Mask-Spielzeug vergangener Jahrzehnte. Was vielleicht durchaus auch die Absicht Hasbros war. Der Preis könnte auch aus den 80ern sein. Für unter 10 Euro gibt's einen Pack mit mehreren Figuren. Da kann man sich nicht beschweren, also vergeben wir 8 Punkte. Der aktuelle Sammelband von Panini arbeitet die jüngere Vergangenheit der galaktischen Chaotentruppe auf. Wir befinden uns hier natürlich in einem Stadium, das wir im Filmuniversum noch erreichen müssen. Die Guardians und Avengers arbeiten zusammen. Parallelen zum Film gibt's aber allemal. Denn in Vorbereitung auf diesen hat Marvel sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, nochmal die Vorgeschichte von Star-Lord und die Teamzusammensetzung frisch vorzustellen. Und mit diesen Ausgaben fängt der Sammelband dann auch an, arbeitet sich über einen Angriff auf die Erde und etwas intergalaktische Verschwörung vor, nimmt Tony Stark, ohnehin in letzter Zeit viel im Weltall unterwegs, mit auf und muss zum Abschluss auch noch die Ankunft eines gänzlich neuen Charakters erzählen. Wobei Angela, die himmlische Engelsjägerin, nur für Marvel neu ist, eigentlich kommt die knapp bekleidete Dame aus den Spawn-Comics, wo sie in den 90ern riesige Waffen und geheiligte Stoffbändchen gegen das Böse schwang. Jetzt taucht sie überraschend auf, will die Erde besuchen und legt sich aufgrund von Missverständnissen natürlich erst mit den Guardians an. Immerhin will man ja vorstellen, wie ihr Machtlevel so ist. Wie viele Sammelbände leidet diese auch daran, dass so manches ohne Kenntnis der parallel laufenden anderen Serien nur vage Sinn macht, sodass die Einsteigereignung nach den ersten Kapiteln deutlich abnimmt. Dafür ist die künstlerische Leistung durchgehend gut, auch mit 4 verschiedenen Zeichnern, 4 verschiedenen Tuschern und 2 verschiedenen Koloristen sind die Seiten allesamt ansprechend, die Bewegungen dynamisch und die individuellen Unterschiede zwischen den Künstlern reißen einen nicht aus dem Lesen heraus. Bonus: Comic Gamora ist weiterhin die coole Sau, die sie im Film nicht sein durfte. Auch hierfür gibt es 7,5 Punkte. Wir beenden auf jeden Fall jetzt unseren Arbeitstag hier auf der Konichi und wandern noch ein bisschen die letzten Stunden durch die bunten Massen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nyeh, 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 nye